Herzlich willkommen zur Biologie. Das sind unsere Themen. Die heutige Lektion steht voll und ganz im Zeichen der Viren. Wir wollen verstehen, was notwendig ist, um ein Viruspartikel strukturieren zu können. Als zweites wollen wir uns anschauen, wie die Vermehrung der Viren in einer Wirtszelle drin abläuft. Das merken wir immer dann ganz persönlich, wenn wir beispielsweise eine Erkältung haben, dann vermehren sich die Viren im Innern von menschlichen Schleimhautepithelzellen. Da wollen wir sehen heute, wie das genau abläuft. Zum Schluss dann werden wir eine Untergruppe der Viren genauer kennenlernen, die sogenannten RNA-Viren. Die heißen so, weil sie ihre genetische Information in Form von RNA speichern, nicht DNA. Da gibt es einige Besonderheiten, wenn diese Gruppe von Viren sich vermehrt. Wir starten unsere Betrachtungen und Überlegungen, indem wir zunächst mal anschauen wollen, wie denn ein Viruspartikel aufgebaut ist. Das, was wir da sehen können, das ist die Struktur, die außerhalb von einer Zelle existieren kann, für eine gewisse Zeit auch funktionsfähig ist und die Infektion von neuen Organismen oder neuen Wirtszellen bewerkstelligt. Wenn wir uns also mit einem Virus infizieren, dringt ein solches Partikel in irgendwelche Zellen von unserem Körper ein und beginnt sich in diesen Zellen drin zu vermehren. Das, was wir sehen, das ist das infektiöse Partikel. Ein solches Partikel eines Virus nennt man auch ein Virion. Das haben wir hier unten. Hier sehen wir den Begriff. Virion meint also hier so ein Viruspartikel. Jedes Viruspartikel, jedes Virion besteht mindestens aus zwei verschiedenen Komponenten. Die eine Komponente, das ist das virale Genom. Das ist die Erbinformation des Virus. Das virale Genom wird als Nukleinsäure bezeichnet und meint damit, dass es entweder DNA oder RNA sein kann. Das hängt vom jeweiligen Virustyp ab, ob das Virus RNA oder DNA zur Speicherung der genetischen Information verwendet. Das virale Genom, das wird in unserer Grafik drin hier als Linie abgebildet. Das trifft die Sache sehr gut. Entweder handelt es sich um DNA oder RNA, daher diese fadenförmige Struktur hier. Die DNA der RNA kann entweder als einzelsträngiges Molekül vorliegen oder als doppelsträngiges. Doppelsträngig bedeutet, so wie wir die DNA kennengelernt haben, als Doppelhelix. Das wird abgekürzt auch DS, hier als Kleinbuchstaben der Abkürzung DNA vorangestellt. Ein solches Genom wird also als DS-DNA bezeichnet, Einzelstrang-Genome aus DNA. Da ist die Abkürzung aus dem Englischen, Single-Stranded, daher zwei kleine S. Dasselbe gilt für die Viren, welche RNA als Genom verwenden. Wiederum haben wir solche, die nehmen Einzelstrang-RNA als Genom. Das wäre hier wiederum die zwei kleinen Buchstaben S. Und manche verwenden doppelsträngige RNA. Das kann man sich dann sehr ähnlich denken wie die Doppelhelix von der DNA, die wir kennengelernt haben. Auch RNA-Moleküle, wenn sie komplementär sind, können sich so wie zwei Schlangen umeinander wickeln. Im Moment können wir sagen, wir brauchen also Erbinformation, einige virale Gene. Diese viralen Gene, die sind auf diesem Nukleinsäuremolekül drauf enthalten. Wir können da uns also so Abschnitte denken. Das wäre das eine Gen, dann kommt ein weiteres und so weiter und so fort. Das wären die Gene des Virus. Damit diese Nukleinsäure, wenn sie sich jetzt da außerhalb von Zellen aufhält, wenn sie da von einem Organismus zum nächsten wechselt, damit diese Nukleinsäure
keinen Schaden nimmt, ist sie von einer schützenden Hülle umgeben. Und diese schützende Hülle, die hat den Namen Kapsid bekommen. Das klingt ein bisschen ähnlich wie eine Kapsel und meint tatsächlich auch so etwas. Ein Kapsid, das ist so eine hohle Struktur und im Inneren haben wir geschützt die Nukleinsäure, die Erbinformation des Virus. Das Material, aus dem so ein Kapsid besteht, das sind Proteine, virale Proteine. Wir haben also irgendwo auf dem Genom da Gene enthalten, welche für diese blauen Kügelchen diese Proteine da kodieren. Wenn wir nun so ein Virion haben, so ein Viruspartikel, das wurde in einer Zelle drin gebildet, ist jetzt auf einem Weg, den wir noch kennenlernen werden, aus der Zelle ausgetreten, befindet sich aktuell irgendwo in der Umwelt. Das Ziel wäre, dass ein solches Virion als nächstes wieder eine geeignete Wirtszelle trifft, diese erkennen kann, als Folge davon auch in diese Wirtszelle eindringen kann. Damit dieses Erkennen und Eindringen funktioniert, benötigt das Virion, das Viruspartikel auf der Oberfläche verschiedene Proteine, die dieses Erkennen ermöglichen. Diese Proteine nennt man Rezeptorproteine. Wir können sie da so als kleine becherförmige Strukturen uns vorstellen. Die Schale am Ende wäre also die Struktur, welche dann Merkmale auf der Wirtszelle erkennen kann. Damit kann dann also das Virion an die Wirtszelle binden. Das ist der erste Schritt bei einer Infektion. Man muss erkennen können, welche Wirtszelle eignet sich dafür. Manche Viren besitzen nicht nur eine Nukleinsäure mit einer Hülle drumherum. Das ist so die Minimalvariante, könnte man sagen. Das braucht man zwingend, wenn man ein Virus ist. Das wird auch als Nukleokapsid bezeichnet. Wir haben den Begriff da in der Mitte. Das wäre also die Minimalausstattung. Manche Viren sind tatsächlich so organisiert. Andere besitzen zusätzlich noch eine Membran um das Nukleokapsid herum. Das ist dann so eine weitere Schutzschicht, welche neben dem Kapsid auch noch eine gewisse Schutzfunktion für das Genom ausübt. Also die Nukleinsäure ist da quasi doppelt geschützt. Wenn das Virus eine Membran besitzt, wie hier, also eine Hülle trägt, sagt man auch, das Virus sei behüllt. Ein behülltes Virus, bei einem solchen ist es dann notwendig, dass die Rezeptorproteine nicht mehr auf der Außenseite des Kapsids zu finden sind, sondern jetzt müssen wir sie oder muss das Virus sie auf der Außenseite der Membran positionieren. Solche Rezeptoren müssen also immer ganz außen sein, auf der Oberfläche, damit sie in der Lage sind, eine geeignete Wirtszelle auch wirklich erkennen zu können, damit das Virion das Partikel dann binden kann. Für unser Immunsystem, für die Medizin sind solche Rezeptorproteine interessant, weil manche Impfstoffe beispielsweise basieren auf solchen Rezeptorproteinen, weil die ganz außen sind, ganz außen sein müssen, kann der Körper Antikörper dagegen produzieren. Damit ist dann das Immunsystem in der Lage, bei einer erneuten Infektion schneller reagieren zu können. Und das ergibt dann einen gewissen Schutz. Wenn man diese Proteine, also diese Rezeptoren, als Impfstoff verwenden kann, dann regt man den Körper zur Produktion von Antikörpern an gegen dieses Protein hier. Und wenn dann das Virus zu einem späteren Zeitpunkt tatsächlich mit dem Körper in Kontakt kommt, dann ist man bereits geschützt dagegen. Das Immunsystem erkennt dann bereits, dass das ein Virus sein muss,
hat Antikörper dagegen und entsprechend kann eine kompetente Immunantwort erfolgen. Wir haben uns den Aufbau von Virions angeschaut, gesehen, die sind recht simpel konstruiert. Wir haben eine Nukleinsäure, ein Genom, und das ist geschützt von einer Proteinschicht, dem Kapsid. Das gibt zusammen das Nukleokapsid. In manchen Fällen hat es dann noch eine Membran, eine Hülle drumherum. Ein Virion ist sicher einfacher gebaut, einfacher organisiert als eine lebende Zelle. Man zählt die Viren aus verschiedenen Gründen und das Virion, wie es aufgebaut ist, ist einer dieser Gründe. Man zählt die Viren aus verschiedenen Gründen nicht zu den lebenden Strukturen in der Biologie. Ein Virus gilt per Definition nicht als lebendig. Die Biologie tut sich erstaunlich schwer damit zu definieren, was eigentlich Leben ist. Es gibt einige unterschiedliche Definitionen, was man unter Leben versteht und wie man Leben mit einigen Sätzen beschreiben könnte. Interessanterweise hat sich aber keine dieser Definitionen bisher durchgesetzt. Eine Möglichkeit, wie man Leben definieren kann, das ist ein Katalog oder eine Sammlung von Merkmalen. Und je mehr diese Merkmale zutreffen, desto eher kann man sagen, eine bestimmte Struktur ist lebendig oder sie lebt. Wir müssen da nicht im Detail durchgehen. Alles, was lebt, besteht sicher aus Zellen, muss mindestens eine Zelle haben, können auch mehrere sein, organisches Material, also quasi die Chemie wird da betrachtet. Alles, was lebt, hat einen hohen Ordnungsgrad, die Entropie ist sehr tief. Wer lebt, kann sich reproduzieren, kann sich vermehren, zeigt Wachstum und so weiter und so fort. Wenn wir nun eine Pflanze nehmen, ein Tier oder ein Bakterium, dann werden wir zu all diesen Kriterien da jeweils ein Kreuzchen hier hinten machen können, ein Plus hinzeichnen können. Wenn wir dasselbe mit Viren machen, werden wir in manchen Fällen auch ein Plus hier hinschreiben können. Also Viren erfüllen gewisse Kriterien, die man an Leben stellt. Andere Kriterien hingegen, die erfüllen die Viren nicht. Wenn wir die Plus, die in Klammern sind, auch dazu nehmen, dann sehen wir, wir haben 7-mal grün und 7-mal rot bekommen. Viren erfüllen also etwa die Hälfte der Kriterien und die andere Hälfte, die erfüllen sie nicht. Aus dem Grund werden Viren nicht zu den Lebewesen gezählt. Viren leben also nicht, Viren sind nicht lebendig, dann kann man sich fragen, ja gut, wenn es keine Lebewesen sind, was ist es dann? Wir wollen auf Seite 6 den Versuch unternehmen, Viren zu definieren. Man kann sich Viren als eine kleine Gruppe von Genen denken, die in der Lage ist, sich in einer Zelle drin zu vermehren. Dann als kleine Gruppe die Zelle zu verlassen, in eine neue Zelle einzudringen und sich in dieser neuen Zelle wiederum zu vermehren. Ein Virus ist also eine Art genetischer Parasit mit der Fähigkeit, von einer Zelle zur nächsten zu gehen. Wichtig für das Verständnis und das Wesen der Viren, das wäre da die letzte Markierung, die wir vorgenommen haben. Viren können sich nur dann vermehren, wenn sie sich im Innern von einer Wirtszelle befinden. Wenn sie als Viruspartikel außerhalb von einer Wirtszelle sind, dann können sie sich nicht vermehren. Ein Viruspartikel außerhalb einer Zelle, das hat keinen Stoffwechsel, das kann keine Energie erzeugen, das kann sich nicht selbst fortbewegen. Es kann auch nicht wachsen und vor allem, es kann sich nicht teilen. Die Vermehrung ist nur dann möglich, wenn sich das Virus im Innern einer geeigneten Wirtszelle befindet. Viren sind keine Lebewesen. Umgekehrt, jede bekannte Lebensform auf der Erde wird von verschiedenen Viren befallen.
Nicht nur wir Menschen leiden gelegentlich unter einer Viruserkrankung, sondern auch Bakterien können von Viren befallen werden, Pflanzen können von Viren befallen werden, Pilze, irgendwelche Einzeller, eine Amöbe, die da ein glückliches Leben irgendwo in einem Sediment am Grunde eines Sees lebt, auch sie kann, wenn sie Pech hat, von Viren befallen werden. Wir haben also für jede bekannte Art mehrere verschiedene Viren. Daher kann man davon ausgehen, dass die Vielfalt der Viren deutlich größer ist als die Artenvielfalt auf der Erde. Wir haben uns einleitend einige Gedanken gemacht, was ein Virus ist, wie es aufgebaut ist und wollen als nächstes sehen, wie ein Virus denn ausschaut. Wie muss man sich so ein Virion, so ein Viruspartikel vorstellen? Seite 13 zeigt uns die vier verschiedenen Varianten, wie ein Virus aufgebaut sein kann. Wir sehen zuoberst globuläre Viren mit hier als Beispiel dem Influenza-Virus. Es stammt ursprünglich von Vögeln, ist dann auch auf den Menschen übergegangen und führt bei uns zu Atemwegserkrankungen. Viren sind so klein, dass wir sie im Lichtmikroskop nicht sehen können. Die Abbildungen, die wir da haben, das sind elektronenmikroskopische Aufnahmen. Wir haben da Größenangaben, das wären 100 Nanometer. Die Strukturen hier, das wären einzelne Virions, also solche infektiösen Partikel. Wir können das Kapsid oder die Membran hier draußen erkennen. Manche Viren sind also kugelrund und Influenza wäre so ein Beispiel dafür. Andere Viren, bei denen hat das Virion, das Viruspartikel, die Form von einem Vieleck. Ein Vieleck wird auch als Polyeder bezeichnet. Ein Virion mit Polyederform, ein Vertreter hier, wären Adenoviren. Sie führen beim Menschen zu Atemwegserkrankungen. Wenn wir die Augen etwas zusammenkneifen, können wir da mit Fantasie erkennen, dass das vieleckige Strukturen sein sollten. Vielleicht durch das Präparieren und das Elektronenmikroskop erscheinen sie eher rund, aber tatsächlich sind sie hier so aus vielen Dreiecken zusammengesetzt. Wir haben es bereits erwähnt, nicht nur der Mensch wird von Viren befallen, sondern auch Pflanzen. Das wäre ein Beispiel aus der Pflanzenwelt. Der Tabak ist eine gut untersuchte Modellpflanze in der Wissenschaft. Und aus dem Grund ist man dann auch auf seine Krankheitserreger aufmerksam geworden. Einer dieser Krankheitserreger, der ist so stäbchenförmig. Das ist ein Pflanzenvirus. Das wäre das Tabakmosaikvirus. Tabak bezieht sich auf die Pflanze, Mosaik, weil wir auf den Blättern, wenn wir einen Befall haben, fleckige Muster bekommen, daher Tabak-Mosaik-Virus. Das Kapsid macht das Stäbchen aus, das ist die Hülle und im Inneren, das können wir wiederum nicht sehen, da im elektronenmikroskopischen Bild hätten wir das Genom, also die Nukleinsäure, die da so spiralig geschützt im Zentrum drin sitzt. Die schönsten Viren haben die Bakterien, die einfachsten Zellen haben die schönsten Viren, könnte man sagen. Einer der komplexesten Viren, das ist der Phage T4. Bei Bakterien bezeichnet man die Viren in der Regel als Bakteriophagen oder abgekürzt einfach nur Phagen und daher der Name Phage. Die Phagen, die Viren bei den Bakterien haben dann häufig nicht so schön klingende Namen bekommen, sondern einfach so Buchstaben und Zahlen. Und dieses Exemplar hier, das wäre also der Phage T4. Im Grunde genommen kennen wir das Baumuster bereits. Wir können uns das Kapsid von hier oben denken, ein Polyeder. Das wäre diese Struktur hier. Da drin sitzt auch das Genom, also die Erbinformation, die das Virus braucht, mit seinen Genen drauf, geschützt durch die Proteinhülle. Zusätzlich haben wir da an einem Ende jetzt noch so eine stiftförmige Struktur mit einer Endplatte. Und diese Endplatte ist zusätzlich mit so fadenförmigen Proteinfortsätzen versehen.
Das gibt dann dem Phagen eine ziemlich dramatische Gesamterscheinung. Die kann man auch im Elektronenmikroskop sehen. Das wäre hier der Kopf, der Schwanz, dieser Stift und dann diese Tail Fibers, diese Schwanzfäden. Das Virion, wenn es ein Bakterium infiziert, bindet mit dieser Endplatte auf der Außenseite, der Phage landet also so wie eine Raumsonde auf der Außenseite der Zelle. Anschließend muss dann die Zellwand überwunden werden. Die Bakterienzellen, haben wir gesehen, die sind gegen außen durch eine dicke Zellwand geschützt. Da muss das Virus hindurch. Es besitzt an der Endplatte da angebracht Enzyme, welche wie eine Art Schneidbrenner in der Lage sind, die Zellwand zu verdauen und sich ein Loch in die Zellwand da reingraben. Das ist Lysozym. Das Enzym ist also in der Lage, die Zellwand des Bakteriums anzugreifen. Wenn dann der Phage etwas weiter vorgedrungen ist, wird der Schwanz hier kontrahieren, der Stift wird sich zusammenziehen und wie mit einer Injektionsnadel im Inneren wird das Genom, die DNA, die da drin sitzt, in die Bakterienzelle injiziert. Wir Menschen haben leider nicht so schöne Viren. Unsere Viren, die sehen eher so aus wie da oben gezeigt, also etwas weniger spektakulär. Die Vermehrung der Viren, die erfordert zwingend eine Wirtszelle. Die Wirtszelle, das ist da dieses blaue Rechteck. Die Wirtszelle liefert dem Virus die Infrastruktur, die Bausteine und die Energie, die notwendig ist, um neue Viren machen zu können. Der erste Schritt bei der Infektion, das ist das Binden des Virions an die Wirtszelle. Dieser erste Schritt, der ist stark vom Zufall abhängig. Ein Virion kann sich nicht selbst bewegen, es kann nicht schwimmen, es kann nicht fliegen und es kann auch nicht krabbeln. Der einzige Weg, wie so ein Partikel mit der Wirtszelle in Kontakt kommen kann, das ist die Diffusion. Das bedeutet, das Virus muss passiv hier mit der Oberfläche der Wirtszelle in Kontakt kommen. Es kann also nicht selbst hier hingehen. Das geht nicht. Vielleicht, wenn wir Aerosole einatmen in der S-Bahn, wenn neben uns jemand niesen oder husten musste, dann enthalten in einem Krankheitsfall diese Aerosole Virions. Und wenn wir diese Aerosole einatmen, bleiben sie vielleicht auf der Schleimhautoberfläche kleben. Und damit hat das Virion hier die Möglichkeit, unsere Zellen zu infizieren, indem es da an diese bindet. Der erste Schritt, das ist die Adsorption, das Binden, das Erkennen der Wirtszelle. Das Virion hat über seine Rezeptoren auf der Oberfläche gewisse Strukturen auf der Zellaußenseite erkennen können. Das wären da diese pinkfarbenen Becherchen, die da diese violetten Kreislein gebunden haben. Als nächstes wird, das ist hier ein behülltes Virus mit einer Membran, die Membran des Virions mit der Zellmembran verschmelzen. Wir bekommen jetzt da also einen durchgehenden Bereich und im zweiten Schritt durch diese Verschmelzung gelangt der innere Teil des Virions, das wäre hier das Nukleokapsid, ins Zytoplasma der Wirtszelle hinein. Hier angekommen braucht es jetzt das Kapsid nicht mehr. Die Schutzschicht da, die zerfällt. Das wird mit diesen Kügelchen angedeutet. Das Virus ist zum jetzigen Zeitpunkt lediglich noch ein Stück DNA oder RNA. Wir machen das mal gelb. Dieses Auspacken wird auf Englisch als Uncoating bezeichnet. Das meint so viel wie den Mantel ausziehen. Der Mantel, das ist hier natürlich das Kapsid.
Das Virus besteht zum jetzigen Zeitpunkt nur noch aus einem DNA- oder RNA-Molekül. Wir haben das virale Genom. Wenn aus einem Virion hier oben ganz viele gemacht werden sollen, dann muss in einem ersten Schritt das mitgebrachte Genom vervielfältigt werden. Wir brauchen also eine Kopiermaschinerie, welche aus einer Vorlage ganz viele Kopien macht. Dieser Schritt, den nennt man Replikation. Das ist die Vermehrung des viralen Genoms. Auch wenn jetzt da ganz viele Kopien vorliegen, das Virus besteht immer noch nur aus DNA oder RNA. Es ist reduziert auf seine genetische Komponente. Wenn viele neue Virions zusammengebaut werden sollen, dann braucht es natürlich unter anderem hier auch Kapsidproteine. Die Gene, die da drauf sind, die müssen also abgelesen und exprimiert werden. Für die Proteinsynthese greift das Virus jetzt auf die Maschinerie zurück, welche bereits in der Zelle drin existiert. Zum Beispiel die Ribosomen, die hat die Zelle ja schon. Die werden jetzt einfach gezwungen, virale RNA abzulesen und daraus Proteine zu machen. Viren sind sehr gut darin, die Dinge für sich zu nutzen, welche die Zelle bereits enthält, die bereits von der Zelle vorgegeben sind. Wir kriegen jetzt die viralen Proteine. Das Virus, das wir anschauen, das trägt eine Membran um sich herum, oder die Virions besitzen diese Membran. Wenn also zum Schluss Virions in Stücke der Zellmembran abgepackt werden, dann muss auf der Außenseite der Zellmembran müssen da bereits genügend von diesen pinkfarbenen Rezeptoren vorliegen. Diese Proteine, diese Rezeptoren, die entstehen am endoplasmatischen Retikulum. Das haben wir schon kennengelernt bei der eukaryotischen Zelle. Das endoplasmatische Retikulum, das ist der Ort, wo Proteine gemacht werden, die in bestimmte Zellorganellen gehen oder in unserem Falle hier ausgeschieden werden, da an der Zelloberfläche positioniert werden. Nun hat unser Virus alles beisammen, das notwendig ist, um viele neue Virions, viele neue Babyviren machen zu können. Wir haben das Genom vervielfältigt, wir haben die Proteinsynthese gemacht. Als nächstes nun können also diese Dinge zusammengebaut werden. Die Assemblierung kann stattfinden. Wenn die Nukleokapside neu gebildet wurden, dann gehen sie zur Zellmembran und stehlen hier ein Stück der Zellmembran. Sie werden da bei der Ausscheidung eingepackt mit einem Stück der Zellmembran von der Wirtszelle. Das Partikel, das dann zum Schluss sich ablöst, das besteht also ganz im Innern aus dem Genom, das wäre diese schwarze Linie, dann kommt das Kapsid drumherum, das wäre die blaue Schutzhülle und das Ganze ist nochmals umgeben von einem Stück der Zellmembran mit diesen pinkfarbenen Rezeptoren drin. Damit kann sich dieses Virion nun auf die Reise machen, es kann in die Umwelt abgegeben werden. Und wenn es ganz viel Glück hat, wird es auf eine neue Wirtszelle treffen und dort beginnt dann das Spiel von vorne. Der letzte Schritt, das ist also die Freisetzung. Wir werden uns jetzt im verbleibenden Teil der Zeit mit einem ganz bestimmten Typen von Viren auseinandersetzen. Wir werden uns mit den RNA-Viren auseinandersetzen. Und damit wir das Besondere bei diesen RNA-Viren erfassen und verstehen können, wollen wir uns nochmals ein paar Gedanken machen, wie der Fluss der genetischen Information in Zellen drin abläuft. Die Dinge, die wir jetzt da anschauen, die werden euch bekannt vorkommen. Wir beginnen oben
Wenn eine Zelle sich teilen will, dann nimmt sie ihre Chromosomen, verdoppelt sie und kann dann diese identischen Kopien an ihre beiden Tochterzellen weitervererben. Diesen Schritt nennen wir DNA-Replikation und der geschieht in sämtlichen Zellen drin. Wenn wir von der DNA zu den Proteinen gehen wollen, also die Zelle, die genetische Information exprimieren will, umsetzen will, nutzen will, dann geht das bekanntlich in zwei Schritten. Der erste Schritt führt uns von der DNA zur Messenger-RNA, den haben wir als Transkription kennengelernt. Und der zweite Schritt, der führt dann an den Ribosomen von der Messenger-RNA zum fertigen Protein. Grün, das sind also die Strukturen oder die Prozesse, muss ich sagen, welche in sämtlichen Zellen drin stattfinden und ablaufen. Bei jedem Schritt, hier der DNA-Replikation, der Transkription, wird angegeben, wie das Enzym heißt, das diesen Prozess durchführt. Bei der DNA-Replikation haben wir gesehen, sind das DNA-Polymerasen. Bei der Transkription, wo das Produkt die Messenger-RNA ist, haben wir die RNA-Polymerasen. Sie lesen die Gene ab und produzieren dann die Messenger-RNA. Vor den Namen der Enzyme steht da jeweils noch, was abgelesen wird. Wir haben also einerseits die Vorlage, das wäre dieser Teil, und im Namen drin haben wir auch das Produkt, das ist das, was entsteht. DNA, die Vorlage, und RNA, das Produkt. Bei der DNA-Polymerase hier oben wäre DNA die Vorlage, die Chromosomen werden abgelesen, werden verdoppelt, die Vorlage ist DNA und das Produkt ist wieder DNA. Grün haben wir also hier hingeschrieben, das sei der normale genetische Informationsfluss in Zellen drin. Viren können den nutzen, wenn sie beispielsweise auch DNA als Genom verwenden, dann können sie die DNA-Polymerasen der Zelle mitnutzen und sie können hier die Genexpression auf genau dieselbe Art und Weise tun, wie das die Zellen auch machen. Manche Viren jedoch, die verwenden RNA als Trägermaterial für die genetische Information, also ihr Genom besteht aus RNA. Und solche Viren, wenn sie sich in einer Wirtszelle drin vermehren wollen, für die gibt es dann keine bereits existierenden Enzyme, die diesen Vermehrungsschritt machen könnten. Grün, haben wir gesehen, geht der Weg da immer nur von der DNA zur RNA und schließlich zu den Proteinen. Das ist eine Art Einbahnstraße. Zellen nehmen nie RNA als Vorlage und würden diese Vorlage dann gebrauchen, um neue RNA zu machen. Das tun Zellen nicht. Sie haben ja die DNA und können daraus ihre RNA produzieren. Wenn aber das Virus als RNA-Virus in die Zelle reinkommt, dann muss es eine RNA-Polymerase mitbringen, die genau diesen Schritt machen kann. Wir brauchen also hier eine Erweiterung der Möglichkeiten und diese beiden Erweiterungen, die sind hier mit blauen Pfeilen gezeigt. Die eine Erweiterung, das wäre also da die Vermehrung von RNA und die Erzeugung von identischen Kopien. Das tun die RNA-Viren, mit denen wollen wir uns gleich noch etwas vertiefter auseinandersetzen. Und ebenfalls auseinandersetzen wollen wir mit einer Untergruppe der RNA-Viren, nämlich den sogenannten Retroviren. Da gehört das HI-Virus dazu, auch unter dem Namen HIV bekannt, das zur Erkrankung führt, die wir als AIDS bezeichnen. Retroviren, die machen etwas ganz Interessantes. Sie infizieren die Zelle mit einem RNA-Molekül. Das Genom kommt also als RNA in die Zelle rein und wird dann zurück übersetzt in DNA. Und dieses
zurückgehen, dieses zurück übersetzen, das hat den Viren den Namen gegeben. Zurück meint eben Retroviren. Diese Viren gehen zurück oder retro von der RNA zur DNA. Wir schauen uns zum Schluss die RNA-Viren noch etwas genauer an. Der Name sagt es schon, RNA-Viren verwenden RNA als Trägermaterial für ihr Genom. Bevor wir aber mit der RNA die Überlegungen starten, gehen wir einen ganz kurzen Schritt zurück zur DNA. Mit der sind wir nämlich etwas besser vertraut. DNA besteht aus zwei komplementären Strängen. Der eine Strang, den haben wir als Sinnstrang bezeichnet. Der wird jetzt in dieser Abbildung unten jeweils mit einem Plus gezeigt. Und die genetische Information, die darin enthalten ist, die entspricht der genau gleichen genetischen Information wie in der Messenger-RNA drin. Außer das Thymin durch Uracil ersetzt ist. Der zweite Strang, den haben wir in einer früheren Vorlesung als Anti-Sinn-Strang kennengelernt. Er ist komplementär zum Sinn-Strang und man könnte ihn sich als Spiegelbild denken. Der Sinn-Strang wäre das Bild und der Anti-Sinn-Strang wäre dann das Spiegelbild dazu. Wir werden da in den Abbildungen mit Grün und Rot, Plus und Minus arbeiten und können uns dazu nun an diesem Konzept orientieren, mit dem wir bereits vertraut sind. In Gedanken müssen wir einfach DNA durch RNA ersetzen. Wir werden vier verschiedene Fälle unterscheiden. In allen vier Fällen betrachten wir den gleichen Prozess. Wir haben links das Virion oder die Virions, welche die Infektion machen. Wir sind hier also noch außerhalb der Wirtszelle, binden an die Wirtszelle. In der Mitte sehen wir die Vermehrung des viralen Genoms. Es geht also darum, aus einer Kopie, der mitgebrachten Kopie, viele identische Kopien zu machen. Hier ebenfalls, da auch. Und auch hier unten. Wenn dann ganz viele identische Kopien vorliegen, gilt es zum Schluss, die abzupacken, in neue Virions zu integrieren. Und ganz auf der rechten Seite werden diese Virions dann aus der Wirtszelle ausgeschieden und freigesetzt. Das wäre also die Ausgangslage. Da wollen wir jetzt diese vier verschiedenen Fälle noch kurz durchgehen. Wir starten da oben mit den Einzelstrang-RNA-Viren. Das Virion enthält ein einziges RNA-Molekül und vor allem nur einen einzigen Strang. Dieser Strang, der hat eine positive Polarität, entspricht also entweder einer Messenger-RNA oder eben, wenn wir da die Analogie der DNA nehmen, dem Sinnstrang. Beispiele für solche RNA-Einzelstrang-Viren mit positiver Polarität, das wäre Polio, verursacht die Kinderlähmung, und Covid, mit dem Virus sind wir ja bereits sehr gut vertraut geworden in den letzten Jahren. Das Virion bindet an die Wirtszelle, bringt die virale RNA, das Genom, in die Wirtszelle ein. Weil es ein RNA-Virus ist, muss es eine RNA-Polymerase benutzen, um ausgehend von RNA neue RNA-Kopien erzeugen zu können. Solche RNA-Polymerasen gibt es nicht in einer Zelle drin. Daher braucht das Virus ein Gen im Genom drin. Das Gen liefert die Information, die Bauanleitung, um das Enzym, das Protein zu machen, also diese RNA-Polymerase. Das mitgebrachte Genom, RNA einzelsträngig, grün, positive Polarität, das entspricht einer Messenger-RNA,
Dieses Genom kann also direkt abgelesen werden, kann direkt bei einem Ribosom dazu verwendet werden, um die virale RNA-Polymerase zu erzeugen. Die Erzeugung der RNA-Polymerase, die geschieht direkt. Die virale RNA kann abgelesen werden von den Ribosomen und dann entsteht da die RNA-Polymerase, das Protein. Die RNA-Polymerase, das hergestellte Protein, nimmt nun das grüne Genom als Vorlage, erzeugt komplementär dazu einige RNA-Kopien mit negativer Polarität, deshalb rot, deshalb da auch das Minus am Ende. Die gleiche RNA-Polymerase kann dann wiederum diese negativen Kopien als Vorlage nehmen und erneut komplementär dazu positive Exemplare erzeugen. Das Ganze gehorcht einem Schneeballprinzip. Wir beginnen mit einer Kopie, machen mehrere rote negative Kopien und diese mehreren negativen Vorlagen können dann genutzt werden, um ganz viele positive grüne zu machen. Diese grünen Genome werden dann eingepackt in die Kapside und einzeln als Virion, als Viruspartikel in die Umwelt abgegeben. Die RNA-abhängigen RNA-Polymerasen sind notwendig für die Vermehrung des viralen Genoms. Sie erzeugen diese vielen Kopien. Es gibt Viren, die relativ ähnlich funktionieren, auch eine einzelsträngige RNA als Genom besitzen, aber in dem Falle rot den komplementären Strang im Virion drin transportieren und für den Infektionsprozess einsetzen. Das wäre hier der zweite Fall. Tollwutviren gehören zu dieser zweiten Gruppe und auch Influenza. Gehen wir gedanklich nochmals da nach oben. Wir haben hier gesagt, das Genom grün, positive Polarität entspricht einer Messenger-RNA. Die genetische Information, die da drauf ist, kann also direkt gleich zu Beginn des Infektionsprozesses abgelesen werden. Das Gen, das Blaue, das drauf sitzt, kann gebraucht werden, um das Enzym zu machen, die RNA-Polymerase, und die RNA-Polymerase macht dann die Vervielfältigung. Wenn der Infektionsprozess hier mit dem RNA-Molekül beginnt, das eine negative Polarität hat, dann ist das Gen, das auch da drauf sitzt, nicht geeignet, um direkt bei den Ribosomen abgelesen werden zu können, um eine RNA-Polymerase zu erzeugen. Die Information ist hier in dem Moment noch als Spiegelbild vorhanden, aber man könnte sagen verkehrt herum. Aus diesem Grund muss das Virus bei der Infektion im Innern des Virions auch ein Exemplar der RNA-Polymerase mitbringen. Es reicht nicht, nur das rote Genom da einzupacken, sondern wir benötigen zusätzlich auch noch den Kopierapparat, der da mitgeliefert werden muss. Die RNA-Polymerase mitgebracht wird nun die rote Vorlage nehmen, komplementär dazu einige grüne Kopien produzieren. Diese grünen Kopien entsprechen dem Sinnstrang, sie entsprechen einer Messenger-RNA. Die Gene, die da drauf sind, können also für die Proteinsynthese eingesetzt werden. In dem Moment, wo das Virus
die Stufe Einzelstrang positive Polarität grün erreicht hat. Jetzt in dem Stadium ist die genetische Information zugänglich. Die Gene können abgelesen werden. Alle viralen Proteine können gemacht werden. Das wäre zum Beispiel die RNA-Polymerase oder die Hüllproteine. Schließlich wird die RNA-Polymerase die grünen Vorlagen wieder umkopieren in rote negative Stränge. Und es sind dann diese roten negativen Stränge mit einem Exemplar der RNA-Polymerase, die da in die Virions abgepackt werden. Wir müssen da den Ursprungszustand wieder erreichen, ganz am Ende des Vermehrungsprozesses. Der dritte Fall, der ist sehr, sehr ähnlich wie Fall Nummer 2. Als Beispiel haben wir da die Rotaviren. Sie führen beim Menschen zu Durchfallserkrankungen. Im Grunde genommen haben wir bei Doppelstrang-RNA-Viren genau die gleiche Situation wie hier oben. Bei den Einzelstrang-RNA-Viren rot, negative Polarität. Der einzige Unterschied besteht darin, dass das Genom jetzt nicht aus einem einzigen RNA-Strang besteht, sondern aus zwei RNA-Strängen. Dem roten, negativen, wie hier oben, und zusätzlich dem grünen, dem positiven. Gleich bleibt aber, da können wir Copy-Paste machen, dass die Virions im Inneren ein Exemplar der RNA-Polymerase mitbringen müssen. Wir hätten zwar da einen grünen Strang, der ist aber gebunden, komplementär da vergesellschaftet mit dem roten Strang, deshalb nicht zugänglich, die genetische Information. Erst die RNA-Polymerase nimmt dann den roten Strang als Vorlage, macht grüne Einzelstränge und dann sind wir am selben Punkt wie hier oben. Können wir auch Copy-Paste machen. Das Virus hat jetzt auch das Stadium erreicht, RNA einzelsträngig, grün positive Polarität. In dem Zustand kann die genetische Information in Proteine übersetzt werden und genau das geschieht auch. Zum Schluss nimmt dann die RNA-Polymerase die grünen Vorlagen, baut noch rot den komplementären Strang dazu, dann haben wir die Doppelhelix und die geht zusammen mit einer RNA-Polymerase jeweils in ein Virion rein. Wir haben zum Schluss genau dieselben Partikel gleich konstruiert wie hier, mit denen wir da begonnen haben. Der letzte Fall, das sind die Retroviren. Wir haben sie vorhin schon mal kurz angetönt. Das bekannteste Beispiel für Retroviren, das ist das HI-Virus. Das ist der Name des Virus und die Krankheit, die es verursacht, die nennen wir dann AIDS. Der Infektionsprozess, der geschieht mit einzelsträngiger RNA, positive Polarität. Das Interessante bei den Retroviren besteht darin, dass sie diese RNA zurückübersetzen in DNA. Diese Virus-DNA wird dann stabil eingebaut in die Chromosomen der Wirtszelle, wird also da integriert und ab dem Moment kann das Virus dann auch die gleiche Maschinerie benutzen, um RNA zu erzeugen und virale Proteine. Der Trick besteht darin, man nimmt das eigene Genom, macht daraus DNA und nutzt die gesamte Infrastruktur der Zelle, um dann eben neue Kopien des Genoms machen zu können und auch die viralen Proteine produzieren lassen zu können. Ich wünsche allen eine ganz schöne Woche. Gute Zeit. Tschüss zusammen.